Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Ja, und ich spiele auf Zuschauerwunsch mit Perks Selbstfürsorge, botanisches Wissen, Einfühlungsvermögen und Verwandt. So, und wir spielen anscheinend gegen den Freddy, ne? Denn unten links sehen wir es. Wir schlafen alle so langsam ein, ne? Und Freddy ist bei mir. Kommt wahrscheinlich ja von da, weil da höre ich Raben, die auffliegen. Ja, war die richtige Entscheidung. Er spielt mit Ruin. Das ist jetzt nicht so gut für den Generator dort hinten. Weil er wieder auf Null gehen wird. Aber arbeiten wir einfach hier weiter. Er hat einen Addon mit, dass ich glaube die Aktionsgeschwindigkeit aller Überlebende reduziert. Sobald eine Person in der Traumwelt ist oder sowas. Ja, ich glaube das sind solche Ketten-Addons. Ne? Die machen alles ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, die machen alles wirklich nur ein Müh langsamer gefühlt. Also jetzt nicht allzu stark, ne? Früher war es, glaube ich, stärker. Mittlerweile ist, glaube ich, nicht so schlimm. Aber ich weiß jetzt auch nicht sicher, ne? Also ich versuche einfach, den Generator durchzuziehen. Also wie es aussieht, hält Freddy die Person dort hinten geslackt. Und versucht jetzt, die Person da vorne zu schnappen. Wenn ich aber jetzt loslaufe, um die Person dort aufzuhalten, ist der Generator wieder bei Null. Darum werde ich jetzt hier einfach weiter reparieren. Okay, die Jane wird nicht mehr gejagt. Dafür wird da hinten wieder jemand gejagt. Okay, wir haben gleich den ersten Generator, solange Freddy alle verletzt, ohne aufzuhängen. Jetzt hängt erst der erste auf. Ah, hat schon gut Druck gemacht. Meine große Angst ist jetzt, dass er mich mit Barbecue sieht, wie ich hier repariere und sich her teleportiert. Er teleportiert sich aber nicht zu mir. Okay. So. Ich glaube, so Barbecue wird jetzt nicht geheilt werden. Okay. Doch, willst du? Mensch, Mädel, bleib stehen. Meine Gute. Willst du erstmal wecken? Okay. Ja, ich heile dich dann mal schnell. Und dann werde ich versuchen, ja, zu retten. Oh, das ist natürlich nicht gut. Keller. Und wahrscheinlich hängen jetzt gleich zwei Leute im Keller. Was macht die Jane? Die repariert. Okay, immerhin. Ja. Die andere kommt auch noch mit in den Keller. Ich habe leider keine geliehene Zeit. Was macht er? Was macht er? Startet die Teleportation. Hat sich teleportiert. Okay, die andere Jane geht rein retten. Werde ich mich mal schnell wecken. Und zack. Dann höre ich wenigstens Herzschlag, wenn er wieder herkommen sollte. Er kommt wieder her. Okay. Verwandt ist dahingehend ein super Perk, ne? Gerade wenn man halt mit Randoms spielt, also wenn man alleine spielt, hat man halt einfach so viele Informationen und kann halt diese Rettungen in Anführungszeichen koordiniert durchgehen. Ne? In dem Sinne koordiniert, dass ich da nicht auch immer noch mit reinrenne, sondern nur eine Person retten geht. So, der Gen ist gleich durch. Dann heile ich Laurie. Auch schneller mit botanischem Wissen. Eigentlich, siehst du, ich habe gar nichts zu den Perks gesagt. Ich bin hier eine Claudette mit Verwandt, ne? Also ich habe drei Claudette-Perks und Verwandt noch mit dazu. Ein ganz guter auch Anfängerbild, ne? Gerade Verwandt ist ziemlich nützlich, ne? Weil man spielt ja auch am Anfang wahrscheinlich oft alleine, ne? Ich meine, macht man auch, wenn man viel spielt. Dahingehend ist es ziemlich gut. Man hat viel mehr Informationen und geht halt im Zweifel weniger retten, ne? Und gerade diese Koordination, diese Hakenrettungen sind, glaube ich, auch so das, was einem viel, was einem stärker auf die Füße fällt, wenn man noch nicht allzu erfahren ist in Dead by Daylight, ne? Darum Verwandt ganz gut, ansonsten natürlich Selbstfürsorge, wenn ich verletzt bin, botanisches Wissen, um es schneller zu heilen und Einfühlungsvermögen für die Augen. Eigentlich, Claudette hat auch, oh nein, Laurie, warum? Ich würde sagen, Claudette hat eigentlich auch ein ganz rundes Bild, also ganz runde Perks, die ja auch ganz gut funktionieren, wenn man nur die drei mitnehmen würde, ne? Und hat dafür, oh, verdammte Axt. Er hat sein rotes Licht so ein bisschen versteckt, indem er halt die ganze Zeit so die Wand angeguckt hat. Und durch Freddys eher niedrige Körperhöhe. Er hat falsche Paletten, okay, gut zu wissen. Die war allerdings nicht falsch. Nein, wieso? Ich dachte, er macht die Palette kaputt, deshalb dachte ich, ich kann nochmal rumrennen und die falsche Palette umwerfen. Okay, das war dumm. Na gut, aber wir dürfen auch mal was Dummes machen, ne? Laurie will... Ah ne, Laurie ist gar nicht geragequittet, das war jemand anders. So, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Die Palette ist anscheinend noch echt, denn so wie sie respektiert. Ja.
Laurie wollte ihn hier irgendwie veräppeln und durch seine Füße durchlaufen, während er durchs Fenster steigt. So, die dort hinten denkt sich jetzt das gleiche wie ich vorhin. Ich kann nicht retten gehen, ich muss den Generator durchziehen, denn ansonsten macht Ruin den wieder auf Null. Ruin ist halt auch super mächtig, wenn, ne, wie in unserer Situation, wir nur noch zu dritt sind. Ist halt super ärgerlich, dass die eine geragequittet ist. Aber wobei, ich weiß nicht, ob sie tot wäre, wenn sie hängt oder nicht, aber ich meine, selbst wenn sie nicht tot wäre, hätte sie uns da ja wenigstens ein paar Sekunden geschenkt, indem sie sich zum Haken hätte tragen lassen. Als Killer denke ich mir halt auch, als Killer wäre es mir halt sowas von egal, ob jemand ragequittet oder nicht. Weil es macht die Runde nur einfacher. Egal, ob jemand ragequittet am ersten Haken oder am letzten. Man muss halt den Weg weniger, man bekommt Punkte für ragequit sozusagen. Aber fürs Team ist es so blöd. Aber ich glaube, wenn man ragequittet, geht es einem nicht um Killer oder um Team, sondern es geht um einen selber, dass man sich denkt, boah, ich bin jetzt so angepisst und keine Lust mehr auf das Spiel oder sie, sonst was. Ich wollte sie heilen. Naja. Keine Lust mehr auf Dead by Daylight oder sonst was. Ich habe keine Ahnung von wo. Okay, von da. Und man sich deshalb denkt, okay, für mein eigenes Seelenwohl ziehe ich jetzt lieber einen Stecker. So, da kommt er wieder zu uns. Er hat Laurie nur geslackt. Da kam der Palettenstun. So, wir müssen uns aufteilen, wenn wir das hier noch irgendwie... Ah, ich sag, wie es ist. Es wird schwierig, das noch irgendwie zu gewinnen. Allerdings müssen wir es ihm ja auch nicht einfach machen, ne? So, ich versuche jetzt Laurie aufzuhalten. Er jagt die andere Jane weiter. So, Laurie ist, denke ich, auch schön recovered. Die liegt nämlich schon weichen. Sie wurde dort hinten aus dem Schrank gezogen. Ja, Entscheidungsschlag. So, ich heile dich wieder voll. Ich weiß nicht, ich glaube, hier oben ist noch ein Generator, den wir machen könnten. Aber ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich dachte, er hätte sich teleportiert, weil es so geklungen hat. Er hat es aber vielleicht abgebrochen oder nur angetäuscht. Also ich glaube, Jane dort hinten ist tot, wenn sie hängt. Ihr seid echt Pech, ne? Ich meine, aus Freddys Sicht, man könnte jetzt sagen, oh Freddy, du hast getunnelt, sonst was, ne? Aber ist halt irgendwie Quatsch. Weil aus Freddys Sicht, hätte er Laurie getunnelt, hätte er sie vorhin aufgehoben und er hätte hier die Jane jetzt getunnelt. Also er hätte zwei von drei Überlebenden getunnelt, wenn er sie gejagt hätte. Und das ist halt irgendwie Quatsch von Tunneln. Och, verdammt, zu reden. So, okay, er jagt mich wieder. Weil er hätte ja nur mich jagen können und ich habe mich halt gut versteckt, ne? Okay, er täuscht nicht an. Oh, ich weiß nicht, warum ich da auf den Hügel drauf gelaufen bin, aber er hat mich so oder so erwischt. Ich weiß nicht, was das Schlauste wäre. Ich meine, die andere, die dort hinten ist, die sieht nicht so aus, als würde sie gerade fleißig nach einem Generator suchen, an dem sie arbeitet. Sieht eher so aus, als würde sie drei Kreise um die Falltür laufen und sich jetzt im Schrank verstecken. Ich lasse mich, denke ich, jetzt sterben. Einfach, dass die andere dort hinten die Chance hat. Ich meine, sie würde jetzt... Ich meine, die Sache ist... Sie müsste eine Rettung schaffen, ne? Schwierig. Dann müssten wir zwei Generatoren schaffen, um überhaupt die Chance zu haben, dass beide entkommen, was halt, ich will jetzt nicht sagen, unmöglich ist, aber sehr schwer möglich, ne? Entsprechend lasse ich mich sterben, dass die andere vielleicht wenigstens entkommen kann durch die Falltür. So, aber vielleicht ist Freddy auch schneller und da entsteht nochmal eine spannende Jagd. Schauen wir mal zu. Nee, Freddy hat die Falltür gefunden. Okay, schade. Ich dachte, ich rette Laurie so ein bisschen den Hintern, weil sie sich ja dort im Schrank versteckt hat und es sah so aus, als würde sie dort an der Stelle laufen. Aber anscheinend hatte sie die Falltür nicht gefunden. So, sie plant das jetzt so, dass sie wartet, bis Freddy hier gecheckt hat. Dann geht sie wahrscheinlich zum Tor und macht das auf. Also sie wartet jetzt erstmal, bis er da war. Aber Freddy muss ja eigentlich wahrscheinlich nur... Der kann sich da in die Mitte wahrscheinlich stellen. Hier so hinten hin, hier. Oder von der anderen Seite kommen. Oh, gut ausgewichen, Laurie. So, wer jetzt hier noch eine Palette hätte, sogar was gebracht. Oh, no, halt. Schade. Na gut, der Freddy hat gut gespielt. Wir hatten halt echt Pech mit dem einen Disconnect. Aber naja, machst du nichts, ne? Man hat auch mal solche Runden. Aber trotzdem, war eine spannende Runde. Ich habe auch länger nicht mehr gegen Freddy gespielt, ne? Der hat das gut gemacht. So, okay. Laurie verendet.
Schauen wir mal, haben wir einen Pip gemacht? Ja, warte, ein Black Pip, immerhin. Ne? Wir haben viel geheilt und gerettet anscheinend. Waren ja nicht allzu oft in der Jagd und sind halt gestorben. Ne? So, schauen wir mal. Das waren Killer und Überlebende. Noed, Barbecue. Barbecue ist halt super auf Freddy. Brutale Stärke, davon habe ich nicht viel mitbekommen. Synergiert aber ganz gut mit seinen falschen Paletten, weil damit die richtigen schneller zerstört und dann halt schneller die falschen setzen kann. Und Ruin. Ne? So, ansonsten ne? Falsche Paletten und verlangsamen, wenn andere Überlebende in der Traumwelt sind. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!